Hallo Leute, willkommen beim Sims 4 Kendra Let's Play. Kendra will die Abenteuer der Sims-Welt kennenlernen. Dies ist Teil 8. Na, anscheinend will sie gerade in die Dusche gehen. Jo, das dürfte ja recht flott gehen, weil sie ja eigentlich gar nicht dreckig ist. Und dann schicke ich sie auch mal auf die Toilette. Und dann dachte ich mir, wir nutzen den Resturlaub noch für ein paar Weltraumflüge. Denn in euren Kommentaren wurde mal diese UFO-Pflanze erwähnt. Und dann dachte ich auch, oh ja, die ist doch so schön wertvoll. Und jetzt hat Kendra gerade eine Rakete zur Hand. Das durfte ich bei meiner Kommentarantwort nicht verraten, denn das war irgendwie ein früherer Teil. Da hatte sie noch keine Rakete zur Hand. Ich hatte ja die ersten 7 Teile vorgedreht. Aber jetzt hat sie eine Rakete und nur noch ein paar Stunden. Also, gut, sie ist jetzt bereit. Jetzt geh mal das Weltall erkunden. Warum kann sie kein Techtelmechtel machen? Sie ist zu traurig. Och, ach ja, sie ist traurig, weil sie Heimweh hat. Und ich dachte, um den Jay Huntington kümmern wir uns jetzt nicht mehr groß. Wenn der nochmal aufkreuzt und freundlich ist, ist okay. Und weg ist sie. Und wenn er nicht aufkreuzt oder wenn er nichts mehr mit ihr zu tun haben will. Okay, hier muss man jetzt immer so Fragen beantworten. Weltraumrennen. Kendra düst durch entfernte Weltraumregionen, als sie ein außerordentlich grelles Leuchten unter sich sieht. Als sie näher heranfliegt, hört sie Motoren heulen und begreift, das ist eine interstellare Rennstrecke. Der Gewinner erhält einen Preis, aber diese Rennen sind nichts für Weichlinge. Kendra sollte sicherstellen, dass ihr Schiff das auch aushält. Am Rennen teilnehmen? Womöglich geht das Schiff kaputt. Ich glaube, ich lehne ab, denn der Zweck ihrer Reisen ist ja, diese UFO-Pflanze zu kriegen. Als meine Kräuterhexe mal eine Rakete hatte, musste die 10-mal ins Weltall fliegen, bevor sie die erste vielleicht nächstes Mal, genau. Ja, sie sagt sich, dass es so das Beste war. Das denke ich auch. Und jetzt ist sie aber wohl noch eine Weile unterwegs. Das dauert immer. Vielleicht kann man das etwas beschleunigen. Und also man kriegt die irgendwann mal, wenn man Glück hat, bei irgendeiner Weltraummission. Aber nicht einfach so bei jeder Weltraummission. Wenn wir Pech haben, beziehungsweise was wahrscheinlich ist, dass es diesmal nicht gleich klappt. Aber irgendwann kann sie sich ja auch zu Hause eine Rakete bauen. Ja, jetzt sei mal nicht so traurig und komm mal wieder. Ich will dich noch auf eine neue Mission schicken. Sonst ist es hier ja langweilig auf der Erde ohne dich. Ja, jetzt müsste sie gleich kommen. Jawohl. Sehr gut. Na, immerhin ist sie sicher zurückgekehrt. Erkunde nochmal das Weltall. Wir versuchen es einfach nochmal, bis der Urlaub rum ist. Und beim nächsten Mal soll ich einen Screenshot machen. Denn das ist doch cool. Ja, sie ist wieder unterwegs. Ich mache es ein bisschen schneller. Verschollen im Weltraum. Kendra gleitet durch die Galaxie, als sie eine Konstellation bemerkt, die sie nie zuvor gesehen hat. Sie überprüft ihre Koordinaten und stellt fest, dass sie an einem ganz anderen Ort ist, als sie dachte. Zudem ist das GPS, galaktisches Positionierungssystem, ihres Schiffs ausgefallen. Sie hat sich im Weltraum verirrt. Ruhig bleiben. Na, jetzt kommen wohl noch mehr Fragen. Schatzkarte.
Kendra versucht ruhig zu bleiben und sucht den Horizont nach vertrauten Sternen ab. Da, ein Lichtblitz. Sie zoomt näher heran und entdeckt einen rätselhaften Glaskanister, in dem sich irgendeine Botschaft befindet. Kendra nimmt sie heraus und hält eine Karte in der Hand. Ein Planet am Rand der Konstellation ist mit einem X gekennzeichnet. Das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Und was jetzt? Karte befolgen oder weiter herumfliegen? Karte befolgen. So. Okay, der Tunnel. Die Karte führt Kendra zu einem verkohlten Planeten mit einem einzelnen, aus einem Felsen herausragenden Baum. Auf den ersten Blick scheint der Planet verlassen zu sein, aber dann entdeckt sie einen schmalen Tunneleingang unter dem Baum. Hineingehen? Ja. Ich glaube, das hatte ich noch nicht. Und wenn, habe ich es vergessen. Das sind immer irgendwie solche Geschichtenabenteuer. Kendra wurde gesehen. Kendra ruft. Keine Antwort. Es ist nur ein leises Tröpfeln zu hören. Sie schleicht leise in den Tunnel, doch plötzlich wird alles dunkel. Sie dreht sich im Kreis, wodurch sofort ihre Kopflampe aktiviert wird. In dem schmalen Lichtstrahl leuchten Augen auf. Nicht zwei, nein, hunderte. Kendra kann versuchen, mit den Höhlenbewohnern zu reden oder die Beine in die Hand nehmen. Reden. Okay. Kendra war schon immer eine gute Rednerin. Ah, jetzt den Screenshot. Da ist sie ja schon. Jetzt mache ich mal kurz Pause. Jetzt ist sie eingeschlafen. Ach, du kannst dann auch nach dem Urlaub zu Hause schlafen. Rednerin. Und Lügen gehen leichter von den Lippen, wenn sie einen Funken Wahrheit enthalten. Sie führt die spinnenähnlichen Kreaturen zu ihrem Raketenschiff und erzählt ihnen von dem kaputten GPS. Der Bildschirm ist sicher immer noch schwarz. Ein Alien-Techniker klettert murmelnd an Bord und schüttelt den Bildschirm dreimal. Magisch. Kendra gibt ihre Heimkoordinaten ein und jetzt ist sie sicher heimgekehrt. Okay, meine Liebe. Wir machen nochmal Weltall erkunden. Ah, ich habe hier ja auf Pause gestellt und ich gehe jetzt mal gleich in den Modus, um dann einen Screenshot zu machen, wenn sie da reinsteigt. Weil das sieht cool aus, finde ich. Ich hoffe, sie kommt. Ja, ja. Sie hat sich auf den Weg gemacht. Jawohl. Ja, sehr schön. Okay. Na, man kriegt in einer Nacht eine ganze Menge Weltraummissionen erledigt. So, also. Jetzt ist das schon wieder mit dem Rennen. Lassen wir sie diesmal teilnehmen? Ja. Jetzt hoffen wir mal das Beste. Aber ich glaube, eine UFO-Pflanze kriegt sie dabei eher nicht. Gucken, ob sie irgendwas Merkwürdiges gekriegt hat. Nee, bisher noch nicht. Gut, dann warten wir mal ab. Ah, auf die Plätze, fertig, los. Kendra nimmt an der Startlinie Aufstellung. Rechts von ihr steht ein aufgemotzter XR-315, der von einer Canine Sapiens gesteuert wird. Links von ihr sitzt ein muskulöser Alien hinter dem Steuer seines röhrenden TS-555. Er grinst breit und bleckt dabei seine funkelnden roten Zähne. Der Startschuss ertönt und los geht's. Zoom! Nun, hoffen wir mal, dass ihr Raumschiff nicht kaputt geht. Okay, eingeklemmt hinter Rotzahn. Das läuft ganz und gar nicht gut. Das Hundemädchen ist in Führung gegangen, aber anstatt sie zu jagen, scheint Rotzahn es auf Kendra abgesehen zu haben, denn er versucht, sie in jeder Kurve von der Strecke abzudrängen. Arbeiten die beiden zusammen? Egal. Kendra hat die Nase voll davon, sich die Rücklichter von Rotzahn anzusehen. Soll sie von der Strecke pusten oder fair bleiben? Fahrer beschießen oder Rennen fortsetzen? Ich würde sagen, Rennen fortsetzen.
Ah, sie hat immerhin Level Hundemädchen gewählt. Kendra drückt nach der letzten Kurve auf die Tube und lässt den Rotzahn und das Hundemädchen hinter sich. Das ist der Moment, um der Galaxie zu zeigen, aus welchem Holz sie geschnitzt ist. Doch dann wird das Dröhnen ihres Motors von einem schrillen Kreischen übertönt. Das Hundemädchen hat den Turbo eingeschaltet. Ist das legal? Das Hundemädchen wird Erste, dieses Mal, nach Hause zurückkehren. Okay, ja, sie hat Level 4 der Raumfahrttechnik erreicht. Okay, schaffen wir noch einen Flug? Komm, noch einen Flug. Und sie hat einen gewöhnlichen Meteorstein bekommen. Na, immerhin. Damit kann sie ihre Bude verzieren. So, eine reich bevölkerte Toilette. Selbst im Weltraum fordert die Natur ihren Tribut. Kendra dockt an einem Sternenrastplatz an. Im Innern ist es ziemlich eklig. Und als Kendra die Toilette näher unter die Lupe nimmt, entdeckt sie, dass sie von einer winzigen Alien-Zivilisation bewohnt wird. Näher ansehen. Das klappt nochmal zu, wie müde sie ist. Naja, ich denke mal, das ist jetzt erstmal die letzte Weltraummission. Kendra, die Gottheit. Als die Aliens Kendra über sich erblicken, werfen sie sich augenblicklich auf die Knie und beginnen zu singen. Offensichtlich glauben sie, sie wäre eine Art höheres Wesen, das gekommen sei, um sie zu regieren. Soll sie eine Weile bleiben oder sich wieder auf den Weg machen? Bleiben und regieren. Mal gucken, was dabei passiert. Ich glaube, länger wird die Mission dadurch nicht. Die Wahl. Die Aliens verteilen ein paar Kiesel und beginnen hoffnungsfroh, etwas auf einen Erdhaufen anzubauen. Kendra fallen zwei Gottheiten ein. Liebevoll und gütig oder böse und hartherzig. Liebevoll und gütig sein. Wasserspende. Kendra sieht sich die Aliens ganz genau an. Sie scheinen mehr Wasser zu wollen, um ihr Getreide zu bewässern. Liebevoll und gütig zu sein würde bedeuten, es ihnen zu geben, nicht wahr? Ja, sie kann jetzt etwas Wasser verspritzen oder ein Bewässerungssystem bauen. Ein Bewässerungssystem bauen. Urlaubsende. Dieser Urlaub dauert nur noch 4 Stunden. Okay. Infrastruktur der Zukunft. Die Aliens werden nie wieder um Wasser bitten. Kendra ist so großzügig. Die Aliens stimmen ein Lied zu ihren Ehren an. Jetzt bitten sie sie um mehr Land für ihre Felder und ihr Vieh. Zu Land führen oder selbst rausfinden lassen. Zu Land führen. Jo. Ob das hier überhaupt einen Unterschied macht? Land der Verheißung. Gelobt sei Kendra. Sie zieht einen Tisch in der Nähe der Toilette. Sie zieht einen Tisch in die Nähe der Toilette, damit die Aliens ihre Kolonie erweitern können. Jetzt haben die Aliens genug Land, um zu bauen und zu wachsen. Kendra verschwindet und bleibt in guter Erinnerung. Nun ja, eine lustige Geschichte. Okay, meine Liebe, jetzt darfst du dich mal ins Zelt hauen. Nein, nicht auf so einer Bank. Das ist doch gar nicht effektiv. Geh am besten hier schlafen, bis der Urlaub zu Ende ist. So, was brauchst du sonst? Naja, Essen. Mal gucken, hat sie hier was im Kühlschrank? Wahrscheinlich, ja. Das dürfte schon schlecht sein. Okay, dann machst du dir zu Hause was. Ah, und da steht Jay Huntington. Der wundert sich bestimmt, warum die Kendra immer weg war. Steht der da immer noch? Nee, der hat bestimmt inzwischen geschlafen. Aber hier haben wir ihn zuletzt gelassen. Jetzt gucken wir mal, ob sie was mitgebracht hat. Nö, sie war zwar mal Gottheit, aber mitgebracht hat sie nichts.
Okay, ich sehe schon, sie braucht ein eigenes Raumschiff. Aber nicht jetzt mit hoher Priorität, sondern irgendwann mal. Okay, Siobhan Fieres hat gehört, dass sie sich mit Jay Huntington angefreundet hat. Er ist ziemlich cool. Ja, gell? Okay. Jetzt warten wir sozusagen hier auf das Urlaubsende. Das geht auch im Schnelldurchgang. Jawohl. Urlaub abbrechen und beenden. Alles klärchen. Wunderbar. Jetzt gucken wir mal, ob du da noch was zu essen hast. Mal gucken. Ja. Na wunderbar, ja, du hast noch genug. Nimm dir mal was zu essen. Sie ist ja auch ganz schön ausgeschlafen. Also so halb. Das ist doch prima. Aber sie hat gar keinen Platz für eine Drachenfrucht. Was wächst hier? Ach. Ah, okay, sie hatte schon Drachenfrüchte. Gut. Dann lassen wir die einfach da als Reserve. Hat sie schon eine Truhe? Nein. Dann bleibt das im Inventar. Gut. Ja, die hat sie ja schon gezüchtet. Ja, da sieht man mal, alles schon vergessen. Dann lasse ich dich vielleicht hier nochmal deinen Garten pflegen. Kannst du da schon Garten pflegen? Nein. Bewässern muss man die nicht. Muss man irgendwas bewässern? Nein, anscheinend nicht, aber jeden. Und jede Menge weiterentwickeln. Das machen wir noch mal geschwind. So. Okay. Ja, jeden, da dauert immer sehr lange. Ich werde dann vielleicht einfach das jeden abbrechen, wenn ich hier die ihre Köi voll habe. Die Warteschlange. Okay. Also, und dann lasse ich sie später wieder weiter jäten. So. Okay. Bin ich etwas schneller als du? Ja, sieht so aus. Ups, was bringt, wenn ich es auf 3 stelle? Mal gucken. Ja, dann holt sie mich recht schnell ein. So. Dann machen wir hier weiter. So. Okay. So. Der ist noch nicht zum Weiterentwickeln. Ups. Ja, wir sind noch nicht fertig. Du warst nur schneller als ich. So, komm, den noch. Und dann jätest du noch ein bisschen. Und ich erzähle noch von den nächsten Plänen. Ich glaube, ich hatte das schon weitgehend erzählt. Aber ich wiederhole das sicherheitshalber nochmal, weil jetzt ist sie ja auch wieder zu Hause und es ist irgendwie jetzt die neue Situation. Und zwar, ihr nächstes Ziel ist Level 10 beim Gärtnern und beim Malen zu kriegen und insgesamt 25.000 Simoleons plus Hauswert. Also, ja, sie soll 25.000 Simoleons hier bar in der Haushaltskasse haben. Oh, jetzt muss sie aber ganz dringend mal für kleine Mädchen. Und dann kann sie danach noch ein bisschen weiter jäten. Ja, und zwischendrin bauen wir vielleicht auch noch an ihrem Haus so ein paar Kleinigkeiten weiter, aber eher höchstens Kleinigkeiten, weil diese kleine Butze lohnt sich kaum noch großartig aufzumotzen. Und wenn sie soweit ist, dann kaufen wir ihr ein größeres Grundstück. Da war eure Idee, hier in der Umgebung was Größeres. Da bietet sich dieses an. Das ist doppelt so groß
Und ich finde, das ist eigentlich ein schönes Grundstück und das macht auch Sinn, dass sie noch eine Weile hier bleibt, weil das ging ja jetzt bisher alles so schnell. Und dann hat sie noch viele andere künftige Optionen offen. Und dann bauen wir ihr ein richtiges Haus. Das wird natürlich noch nichts Großartiges, weil wir können dann gerade mal hier ihre kleine Hütte verkaufen. Dann kommen wir vielleicht auf 30.000 in Summe. Das gibt noch keinen Palast. Aber es gibt ein bisschen was Größeres als ein Starterhaus. So, da jetzt macht sie ein Nickerchen. Das macht nicht viel Sinn, meine Liebe. Schlaf gleich mal richtig. Ja, dann werden wir sie also in den nächsten Folgen noch mal ordentlich durch die Arbeit scheuchen, damit sie ordentlich Fortschritte macht. Aber nicht nur, also wenn sie gerade mal fit ist, lassen wir sie auch mal zu einem Festival gehen und auf eine Party und ein kleines Techtelmechtel und so. Weil die ganz harte Einstiegsphase, die ist jetzt ja gelaufen gewesen. Und da hatte sie ja auch schon Zeit für mal ein bisschen tanzen und so. Okay, gut. Also dann schlaf mal schön, liebe Kendra. Erhol dich. Es wartet viel Arbeit auf dich. Und dir, lieber Zuschauer, wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.